hat ganz schön lange gedauert, nachdem ich hier in diese Operation eingestiegen bin. Die Belobigungsserie wurde gestartet und damit hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Um nochmal auf die Splittergranaten zurückzukommen. Das Vorkochen wurde entfernt, soweit so gut. Dann der nächste Punkt, die anfängliche Zünderzeit, die wurde von 5 auf 4 runtergesetzt. Der nächste Punkt ist aber, es gibt eine verkürzte Zünderzeit von 2 Sekunden. Damit komme ich gerade nicht so ganz klar. Gibt es jetzt vielleicht 2 Modi von bei den Granaten, wo du den Schalter umlegst? Bei einer Granate den Schalter umlegen ist aber eigentlich Quatsch. Entweder der 4 Sekunden oder 2 Sekunden Hochgeh-Modus? Das ist halt die Frage. Also ich kann mir keinen Reim drauf machen, was ist die anfängliche Zünderzeit, Hochgehzeit oder die verkürzte Hochgehzeit. Die Erklärung zu dieser Änderung. Wir wollen die Stärke der Splittergranate senken, damit sie mit allen anderen Sekundärgeräten übereinstimmt. Wie bei allen Geräten sollte es sich einfach um eine schwächere Version des zweiten Geräts handeln. Also das zweite Gerät war einfach für ein zweites Gerät in Ubisofts Augen zu stark. Genauso wie die schwere Ladung. Oder die kugelsichere Kamera. Die zweite Fähigkeit soll nicht mit einer Hauptfähigkeit eines Operators konkurrieren. Aha, aber warum fügt man dann zum Beispiel EMP-Granaten ein für möchte gern EMP-Männer und Frauen? Oder warum fügt man schwere Sprengladung ein, damit Termit schwächer wird? Es soll doch nicht mit der Hauptfähigkeit konkurrieren. Klar, ist er immer noch schlechter. EMP-Mann und Termit sind ja immer noch stärker als die Gerätschaften, wenn man eben nicht so viele Einheiten zur Verfügung hat. Aber trotzdem, das sehe ich, in meinen Augen ist das ein zu starker Eingriff. Gehen wir hier hin. 10 Sekunden. Aber gut, anderes Thema. Trotzdem kommt das eben gerade auf, wenn ich lese, aha, es soll nicht mit einer Hauptfähigkeit konkurrieren. Das Gerät. Und da denke ich halt an die beiden. Okay, Eieruhr. Sanduhr. Ich kann noch nicht rausgehen. Gucken, ob die Zeit gleich kürzer ist. Was? Hab mich auf Emerald gefreut. Danke, Ubisoft. Gut, dann Tablet gezückt, weitergelesen. Ah, wir wollen dafür sorgen, dass mehr Operatoren die Splittergranate bekommen. Deswegen hat IQ auch ihre zurückbekommen. Schreiben Sie im nächsten Absatz. Weil Ubisoft halt der Meinung ist, wenn man das Gerät mehr Spielern gibt, also die Granate, dann... Ach so, ein richtiges Verbindungsproblem mit... Nicht nur aus der Partie geflogen, sondern generell gerade kein Anschluss. Toll. Also Ubisoft schreibt, sie wollen so ein Hilfsmittel wie ein Gerät nicht zu stark werden lassen, aber Absatz zuvor schreiben sie, sie wollen dafür sorgen, dass mehr Operatoren Splittergranate bekommen. Beißt sich gewissermaßen. Gucken, ob wir eine Verbindung bekommen. Und das Vorkochen wurde als Hauptgrund erkannt dafür, dass die Splittergranaten zu mächtig sind. Okay. Ja, ich habe mich auch immer geärgert, wenn ich irgendwo als Verteidiger war und mir eine Granate direkt von Latz geworfen wurde und ich halt nicht darauf reagieren konnte, aber ich fand das nie richtig ätzend. Vielleicht habe ich einfach auch andere Erfahrungen gemacht im Vergleich zu anderen Spielern. Das könnte ja sein. So, was schreibt Ubisoft denn noch?
Die haben ganz schön viel zu den Splittergranaten geschrieben. Offenbar ist das denen ein sehr wichtiges Thema. Ich würde sagen, wir gehen die Splittergranaten noch durch und wenn dann noch keine Verbindung zustande kommt, dann gehe ich nochmal aufs Spiel raus, starte Nachrichten neu und damit auch Uplay neu und dann hoffe ich, dass wir eine Verbindung haben. So, aber zurück zu den Splittergranaten. Was schreibt Ubisoft denn noch? Sie hatten den Eindruck, dass die Splittergranaten einfach... dass dieses... wann muss ich das Ding werfen, damit das genau an diesem Punkt da hochgeht, dass das einfach bei den Spielern zu gut gelernt wurde, das schreiben sie hier noch. Ah, jetzt erklären sie diese 2 Sekunden nochmal. Wenn eine Granate zum ersten Mal aufkommt, dann geht sie spätestens nach 2 Sekunden hoch. Interessant. Mal angenommen, die fliegt jetzt 3 Sekunden. Die Hochgehzeit wurde ja von 5 auf 4 gesenkt. Mal angenommen, die fliegt jetzt 3 Sekunden, kommt dann auf, dann geht sie natürlich nach einer Sekunde hoch. Fliegt sie jetzt nach einer Sekunde Aufprall, dann geht sie nach in Summe dann 3 Sekunden spätestens hoch. So verstehe ich das zumindest. Der Schaden durch Oberflächen. Wir haben verschiedene Sachen getestet. Mit dem Wort kann ich gerade nichts anfangen, da muss ich mal kurz ins Wörterbuch gehen. Das wirkt schon sehr speziell, nicht, dass das ein Kernwort ist, das ich jetzt einfach falsch deute. Und dann ist der ganze Zusammenhang für den Arsch. Wie lange haben wir denn gerade noch? 48 Sekunden für die nächste Verbindung. Okay, verstanden. Oh, ich merke gerade... dass ich ausnahmsweise offenbar mal ein Verbindungsproblem habe. Ich komme nämlich bei der Seite nicht weiter. Sie lädt sich gerade dumm und dämlich. Die Seite mit den Änderungen. Geh mal von Ubisoft weg und öffne mal irgendeine ganz andere Seite. Mal gucken, ob die lädt. Nee. Dann ist das ausnahmsweise mal kein Ubisoft-Problem, sondern ein mein Problem. Dann werde ich mal direkt hier kurz einen Schnitt setzen und vor euch geht's ja praktisch gleich weiter. Vom Gegner entdeckt. Das ist sehr interessant. Ich habe das Spiel gestartet und bin automatisch wieder in diese Partie reingekommen, weil ich hier gerade rausgeschmissen wurde. Nee, wird nächste Runde. Ach, eine nächste Runde gehen. Will ich mein Team unterstützen oder will ich jetzt weiter vorlesen? Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Okay, wir werden es eh verlieren. Ich will weiterkommen. Es war übrigens mein Internet. Ich musste einfach nochmal die Fritzbox neu starten und hat's gepasst. Die Gegner haben einen Entschärfer. Also Ubisoft hat getestet, ob man den Schaden durch Oberflächen oder ja, durch Oberflächen, ob jetzt Wand oder Decke verändern sollte. Kurz gesagt, viel Text. Sie haben einiges probiert und fanden, das war uncool und deswegen haben sie es gelassen. Dann haben sie damit experimentiert, ob man eine Splittergranate nicht tödlich machen sollte. Wenn die neben einem hochgeht, geht man hier drauf. Und der Ansatz war halt, sie soll halt nicht direkt umbringen, sie soll halt nur Schaden machen. Man braucht 2 Splittergranaten, um einen umzubringen. Auch kurz gesagt, sie haben da einiges probiert und fanden das doof. Ich überlasse das wieder meinem Team. Das ist Punkt 2 von in Summe 4. Der nächste Punkt war, die Anzahl der Splittergranaten zu verändern. Ich lese mal kurz drüber.
Sie werden auf 1 reduzieren. Das war denn zu statisch dieses. Nur auf 1 reduzieren haben sie auch nicht gemacht. Das muss ich erstmal spielen. Punkt 4 von 4 gucken wir uns gleich an. Entschuldigung. Den Raum habe ich gesucht. Das ist schön. Rittler. Oh, ist schon zu. Ah, Taena, das war nicht gut. Mit der M12 zu schießen. Wand ist verstärkt. Hier würde ich nicht zumachen wollen. Ein Bombenstandort ist hier schon eher. Es bleiben 10 Sekunden. Einfach der Sicherheit wegen. Es bleiben 5 Sekunden. Die Wand ist verstärkt. Oh, wir sind noch zu dritt, sehe ich gerade. Na toll. Da sind Leute. Der Held ist dabei. Dann umgebracht. Kurz überlegt, ob ich eine Grischmut schmeiße oder zumache. Ich habe mich für zumachen entschieden. Magazinwechsel! Bevor das Ding wieder Lärm macht, ohne Vase. Schon einiges an Suppe. Ein Gegner verbleibt. Er schreit. Diese Linie, weiß nicht, gefällt mir irgendwie nicht. Oh, da war sogar ein Blendeffekt dabei, das ist ja neu. Lade nach! Gucken, ob sie jetzt außenrum gehen. Kleines Andenken. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Hat was gebracht, das zu markieren. Vielleicht schaffen wir es ja noch zu dritt. Das wäre cool. Die sind noch zu fünft. Mhm. Weiter im Text. Das letzte. Eine zufällige Zünderzeit. Damit haben sie experimentiert. Aber zufällige Zünderzeit ist ja, ich finde, die beschissenste Idee, weil du sollst ja schon irgendwie wissen, wann das Ding hochgeht. Sonst ist es ja absolutes Glücksspiel, unberechenbar. Dann spielt ja keiner mehr damit. Ich denke mal, weil wir es oben bei der Änderung nicht gelesen haben, haben sie es einfach probiert und auch wieder gesagt, nö, blöd. Vielleicht erklären sie da aber die, ich habe da nämlich schon ein paar Zahlen gesehen, erklären sie die Änderungen auf diese Sekunden. Ja, sie sagt sich halt, sie wirkt in der Vorbereitungsphase aktiv mit. Weil wir nur zu dritt sind und dafür muss er halt die Waffe einsetzen und sich damit gewissermaßen auch verraten. Finde ich nicht. Hier sollten wir nicht zu viel zumachen, aber hier können wir auch schon zumachen. Hier können sie von außen reinkommen. Da hinten ist eine Außentür. Überwachung der Bomben verstärken. Der Gegner hat einen Entschärfer. Ja, ich wollte. Deswegen habe ich mich gedehnt, durch die Kameras schalten. Blau bringt Blau um. Mhm. Es ist nur eine Annäherung an Fair. 3 gegen 4.
Oh, oh. Das Fenster wurde aufgemacht, wo ich gerne reingehe. Offenbar ist aber noch niemand drin. Ah, jetzt kommen die gerade an. Ich wollte gerade zurück. Ich war hier. Ich war hier. Granate. Beim Thema. Der ist noch da. Der Rauch ist nicht gut, Glass. Sehr schön. Ich habe eine Assistierung bekommen. Ich habe keinen getroffen, meine ich. Da habe ich noch mal kurz getroffen, bevor ich gestorben ist. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Nein, warum? Das ist nicht nett. Achtung, 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 da hinten. Böser Bub. Ah, das wird schon beide blöd enden. Kass hat überlebt. War auch noch recht weit weg. Gerischmord. Ah, genau da. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Schade. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Weil ich nur zum Teil da war, habe ich nicht die vollen Punkte für das Abschließen der Partie bekommen. So, wir werden aber in dieser Folge noch eine Partie machen, weil das war ja ziemlich dünn bisher. Also, sie wollten, wo waren wir? Eine zufällige Zünderzeit einführen. Sie haben die Zündzeit von 3. Ja, denk schon. Hier tapfer, weil... bis zum Ende dabei gewesen. Sie haben mit einer zufälligen Zeit zwischen 3 und 5 Sekunden experimentiert. Müssen wir noch was machen? Ne, wir haben verloren. Keine Tüte in dieser Operation bekommen. Boah. So war ich. Es war ziemlich lustig zu sehen, wie die Spieler damit halt einfach nicht klarkamen, aber es war halt zu viel Spielerei, zu viel Glücksspiel. Und deswegen haben sie es einfach gelassen, aber das hätte ich schon vorher sagen können, das ist eine Schnapsidee gewesen. Ja. So viel zur Splittergranate, dieses... Die Hochgehzeit reduziert, Doppelpunkt 2 Sekunden und diese initiale Hochgehzeit von 5 auf 4 Sekunden gesetzt, das verstehe ich auch nicht. Es hätte die Granate einen Schalter für 2 Modi. Einmal für 2 Sekunden und einmal für 4 Sekunden. Aber wie wir einen Text gelesen haben, scheint gemeint zu sein, die Granate geht spätestens nach 4 Sekunden hoch und jetzt hätten sie aber oben reinschreiben können, nicht erst unten im Fließtext. Wenn die Granate irgendwo gegenprallt, dann geht sie spätestens nach 2 Sekunden hoch. Wenn die direkt gegen eine Wand geworfen wird, dann geht sie halt in Summe nach 2,5 Sekunden hoch. Okay. Beim Leon wurde die Gonne entfernt. Dafür wurden Splittergranaten hinzugefügt und die möchte gern... Die EMP-Granaten wurden entfernt. Beim Sens wurde die Gonne entfernt, aber Splittergranaten wurden hinzugefügt. Bei der Aussa, da wurden die Splittergranaten hinzugefügt, aber die Rauchgranaten entfernt. Schon wieder so ein Bildschirm. Schwarzbart. Splittergranaten hinzugefügt, EMP-Granaten entfernt. Capitao. Kontaktgranaten hinzugefügt. Was? Achso, EMP. Kontaktgranate. Das EMP habe ich davor nicht gelesen. Ich wollte schon sagen, sie hat einen Angreifer und eine Kontaktgranate. Das wäre ja ganz wild.
Der Grimm, die MP-Granate wurde hinzugefügt, die Sprengladung wurde entfernt. Außerdem wurde auch sein Kommando, was auch IQ hat, entsprechend angepasst, Schaden von 47 auf 43 runtergesetzt. Und auch der Rückstoß wurde in alle möglichen Richtungen erhöht. Mira. Projektile, die sich reinbohren können, die können das jetzt auch effektiv zerstören. Das gucke ich mir dann mal an, das geht erstmal aus. Da denke ich an die Lanze von Kali, das hat die doch schon vorher gemacht. Niemand unten. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Frau Frost haben sie. Hier ist noch gar keiner drin. Ich hab gehofft, ich kann jetzt hier durchfahren, weil er schon ein Loch ist. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Hat das gerade Ella? Nee, Kamera vor. Einsatz in 5 Sekunden. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Ganz schön viel los hier. Jordan ist ganz schön dick angezogen. Da will ich jetzt aber nicht reingehen, wenn die oben sind. Das wäre lustig, die gehen rein, die Tür ist offen und dann geht jemand durch die Luke nach unten und kommt raus und bringt mich um. Es wäre doch nicht so lustig. Kein Klippenklatschen mehr, weil wir nicht mehr Geisel spielen können, weil der Modus total von hinten ist. Oh, Läsion ist der letzte. Jagt doch bestimmt jemand in der Bibliothek. Ja, hier ist nämlich schon zu. Hier ist doch irgendwas. Im Busch. Boah, sieht gerade nicht so aus. Man könnte denken, man fällt runter. Na, vor 1,36 Uhr. Hier gegen zwei, hier wird auch keiner mehr hinten rumstürmen. Mal Frau Frost da auf jeden Fall ist. Und Kamerafrau war vorhin im Büro. Ich denke nicht, dass sie noch großartig woanders unterwegs ist. Sie hat hier eine Kamera platziert, aber sie ist gerade nicht mehr am Leben. Deswegen kann ich hier, denke ich, unbesorgt aufmachen, wenn ich aufmachen würde. Ich denke, sie war hinter der Pappwand und hat eine Kamera platziert, um vielleicht schnell irgendwie jemanden abknallen zu können. Aha. Bei im Glas geht das jetzt kaputt. War das vorher nicht so? Also es geht darum, ein Projektil, wenn das da sich erfolgreich reinbohrt, wie zum Beispiel Ash oder die Lanze von Kali, dann geht das Glas auch kaputt. Es betrifft alle splitterbaren Gläser. Schwarzes Auge, schwarzer Spiegel, Talon 8 und auch kugelsichere Kamera. Und ich glaube, in der nächsten Zelle war noch ein Gerät genannt. Jetzt geht's erstmal weiter. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Nochmal da. Gleiche Stelle. Na. Ich fahr gleich wieder in Richtung Bibliothek. Da war eine kugelsichere Kamera im Einsatz. Ich sehe ja schon irgendwo. Da hat die auch gleich gezündet. Mit dem EMP-Stoß sehe ich auch schon ein schwarzes Auge. 5 Sekunden. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Dein Kopfbug, der ist schon gefährlich nah im Schussfeld. Verteidiger rauskommt.
Verschärfer muss zurückgeholt werden. Der Jäger hat umgebracht. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ich würde schon sagen, hängt da jemand? Ne, ist noch ein Baum. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Beim Einspringen habe ich jetzt nichts gesehen, da war das Holz noch vor der Nase, das war jetzt nicht so gut. Vielleicht haben sie ja Kapkan. Habe ich das Scan entdeckt, hier muss eine kugelsichere sein oder ist er einer an der Wand? Oder ist ein schwarzes Auge? Entschärfer wurde erneut gesichert. Ich glaube, hier ist ein schwarzes Auge. Diese Schrift ist viel zu nah an der Bildmitte, das gefällt mir halt gar nicht. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Das darfst du mich nicht mehr sehen, die muss irgendwo an der Wand hängen, schätze ich. Wieso werde ich denn immer noch entdeckt? Ist ja abnormal. Jetzt ist Ruhe. Oder mich pinkt nur noch jemand und markiert nicht mehr. Da ist jemand im Bad. Da ist draußen der Kollege. Gut, Mann. Entschärfer ist jetzt gesichert. Oh, ich muss den gar nicht mehr aktiv aufnehmen. Interessant. Sonst muss ich doch immer F drücken. Zeit haben wir noch. Ah, voll viel, da ist ja jemand vor mir. Scheiße, in der Ecke. Ich habe gerade auf die Zeit geguckt und war voll blind. 15 Sekunden übrig. Es bleiben noch 10 Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Es bleiben noch 5 Sekunden. Stürmen und platzieren und dann wird umgebracht. Eigener Trupp wurde eliminiert. Ja, ich war blind. Ich muss gestehen, mein Mikrofon hing auch in der unteren linken Ecke. Das werde ich jetzt mal etwas umplatzieren. Hä? Nee. Das ist taktisch Standard. Der denkt wohl, er wäre weiterhin beim schnellen Matsch. Sehe ich auch die untere linke Ecke, bis auf das kleine Fitzel, aber da sollte keiner stecken. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Das habe ich nicht korrigiert, nachdem ich das die Fritzbox neu starten musste. Da habe ich mich ja mal kurz vom Tisch wegbewegt und da war es mir offenbar nicht so wichtig, das zu korrigieren. Zu ihrer Position und entschärft sie. Jetzt müssen wir in den Keller, da können wir meinetwegen unten in die Garage rein. Damit ich würde ja aufmachen. Möchtest du ja aufgemacht haben? Hast du schon geguckt, ob jemand ist? Da weiter, oder? Ja. Dann gucke ich erstmal wo. 4 identifiziert. Auf der Werkbank hockt keiner, die Luke ist zu, im Nebenraum ist keiner. Hier in der Ecke nicht, hier in der Ecke nicht. Hier ist aktuell auch keiner. Das muss nichts heißen für später, aber gerade ist da niemand.
Hier ist jemand. Wer jetzt fliegt sich hier? Ist ein Teamkollege, der da oben trampelt? Also ich sehe oben rechts jemanden, aber wie weit weg ist das wirklich? Was ist jemand direkt an der Wand hier? Okay, da war jemand. Lass zu, das ist sehr gut. Kann ich jetzt die Tür abdecken? Komm zu mir rein, hier ist sicher. Das ist nicht so schlimm. Die denken noch, ich bin draußen, hä? Ja, ja, ja. Achtung, Explosion! Hier könnten wir entschärfen. Termit hat einen Entschärfer. Deck jetzt hier ab, ich werde nicht die Tür aufmachen neben mir. Ich will, dass wir hier zusammen entschärfen. Wo macht er auf? Nicht, dass ich jetzt gesprengt werde. Ein Gegner verbleibt. Eine Läsion weniger. Da ist zu, also muss es ja da rauskommen. Entschärfe Termit, ich deck die Tür ab. Kleiner Raum im Nebenraum bei uns. Den kriegt man, wenn der hier reinkommt. Entschärfer ist online und aktiviert. Es hat aufgeklopft. Sehr gut. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Noch keine drei bösen Augen im Einsatz für uns? Nein, noch nicht. Wenn wir unten im Spielzimmer, dann würde ich natürlich Maestro nehmen. Und dass das Geräusch jetzt kommt, dieses Hämmern. Nicht nur dieses wisch, 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 sondern auch dieses Bumm. Die Bomben schützen. Das ist relativ neu. Anziehmatten für uns. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Ein paar Boden verstärkt Luken, aber ich finde die Wände wichtiger. Da haben wir mehr als genug von. Zu viele nämlich. Hinten im Büro mindestens 4 und hier halt mehr als 6. Machen wir zumindest eine Linie zu. Okay, wenn wir aufhaben, dann halt nicht. Ich hoffe, die haben drüben beim Büro alles zubekommen. Kann ich jetzt nicht noch gucken. Mach ich lieber jetzt, dann irgendwann wird das Fenster offen sein. Ist hier schon ein Durchbruch? Ja. Hätte ich lieber auf der anderen Seite, aber egal. Hier, wo jemand gerne reinspringt, aber ich muss ja auch in der Nähe bleiben. Vielleicht gleich jemand kommt, falls gleich jemand kommt, will ich eine bessere Waffe in der Hand haben. Wenn ich direkt schießen muss. Na, backen lass die Matte ganz. Er hat die Matte mitgenommen. Er wäre jetzt eh gestorben und da war es mir recht lieb. Oder wäre es mir lieber gewesen, wenn jemand ganz gelassen hätte. Setze Willkommensmatte ein. Visier genommen. Aber interessant, dass wir das gesagt bekommen, dann können wir ihn unterstützen, wenn man nicht abgeklärt hat. Wenn er unten ankommt, dann wird er sieht ihn ja eh. Da ist noch Pappe. Ich würde gerne mal wissen, wie er jemanden ins Visier nehmen kann. Zufällig oder aufgrund von Fußabdrücken oder war er hier mal sein Duft war oder noch ist, weil er gerade lang gelaufen ist? Fragen über Fragen. Sch-
schon wieder. Ist doch kein Zufall, dass es schon wieder Spritzmann ist. Ein Gegner verbleibt. Das war echt gedacht, sein Umhang wäre jetzt deutlich zu erkennen gewesen. Wir kriegen die Info, dass Spritzmann gejagt wird und die beiden unter sich wissen jeweils, wo der andere ist. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Ob man auch als Angreifer gesagt bekommt, Achtung, jetzt wird er auch aufgedeckt, weil er gerade seine Fähigkeit aktiviert hat. Oder muss man sich das halt einfach denken, wenn er sagt, Achtung, ich verfolge jetzt jemanden oder was er halt so sagt, dass man da aufpassen sollte. Wir werden es, denke ich, sehen. Wo gehen wir denn hin? Keller. Kein Alcock. Immer nach Keller? Ja. Erstmal die Luken schließen. Noch eine. Das ging ja gar nicht. Dritte Drohne. Womöglich wurde ich schon identifiziert, aber halt nicht markiert. Ist auch so ein Fehler, den Ubisoft seit Jahren drin hat. Den sie einfach nicht rauskriegen oder nicht rauskriegen wollen. Ich kann jemanden identifizieren und zugleich manchmal nicht markieren. Naja. 5 Sekunden. Ah, ja, jemand mitgebracht. Sehr schön. Lade Magazin nach! Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. War das schon die Lücke? Nee, ne? Nee. Eine Verstärkung haben wir noch. Zeit für ein paar Umbauten. Die Ladung von Ace hat die schwere Ladung zerstört. Selma zerstört schwere Sprengladung. Ein Kopf. Ein LMG. Alles ist weg. Ist jemand im Nebengang? Nein. Es schneit. Da kommt man aber nicht. Laufen durch, da unten läuft was rein. Okay, Kalt kann's sehen. Ah, schlecht, scheiße. Na, jetzt ist da doch jemand drin. Ein Gegner verbleibt. Amaro im Neben, im Gang. Das haben sie mitbekommen. Ich lade ein neues Magazin. Was ist hier denn bei Grit? Verbleibende Operator des eigenen Trupps. Schade. Es geht eine weitere Runde. 3-2. Kaum noch Energie. Die hat auch einen Alcock. Bei dem LMG, das auch die IQ hat. Wo geht's denn? Dann gehe ich erst zum Operator. Einer müsste den Gang abdecken, indem er durch die in Anführungszeichen neue Tür geht. Da, wo ich vorhin gewartet habe, dass Lesion da endlich mal ankommt, was er am Ende auch getan hat.
Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Let's go. Moment, hab ich markiert? Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Noch nicht. Es bleiben noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Schön, wie sie dann denken, da offen zu lassen, wo ich mit mir was anbringen könnte. Meine Bombe lokalisiert. Gerade noch siehst du mich und jetzt nicht mehr. Schau ich mal an, Capoeiras. Oh, da ist ja nur Pappe, okay, das ist offenbar bewusst. Die Hut macht da auf. Oh, ein Hintern. Die Ecke könnte uns noch ärgern, ich mach die noch weg, ja. Kann ich wieder das Fenster aufmachen, das habe ich schon mal geschafft. Jetzt deckt jemand ab, sehr schön. Von hinten deckt auch jemand ab. Ah, Moment. Das ist auch noch. Ich habe doch gehört, dass da was ist. Zum Glück habe ich nachgeguckt. Die Tür zu machen wäre gut mit Holz. Mach das bitte jemand, da ist doch schon wieder was zu hören. Hm, okay, ist Kaschle. Tür ist offen. Ich mach zu. Dann muss jemand sich ankündigen. Capcom deckt irgendwie den Gang, denke ich, ab. Dann wird das was. Schon wieder schlecht. Ein Gegner übrig. Hm. Wir haben zwei, die tot sind. Muss ich jetzt nicht gucken. Back hinten. Ach, krass da. Das können wir oben. Er deckt Tür ab, dann mache ich das Loch. Sehr schön, wir haben gewonnen. Hab aber wieder ziemlich viele Schüsse gebraucht. Zum Glück hat die Vector auch ein großes Magazin. Das war eine lange Folge und wir sind noch nicht bei den Neuigkeiten bei Maestro angekommen. Wir waren zuletzt bei Mira. Gegner waren in Ordnung und ich werde erwarten. Jetzt. Achso, drei. Hm. Jeder soll was bekommen. Warum hat er nichts? Er hat doch Anzeigefehler. Vielleicht gibt es ja noch eine Tüte. Ich will das Geräusch endlich mal wieder hören. Ich habe so richtig doll den Kopfhörer aufgedreht. Da hat sogar etwas gewackelt. Schön. Das Geräusch dürfen sie auch nie ändern. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.